Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Wir müssen ja noch immer unsere Kartoffeln hier fertig ernten. So, da können wir direkt mal einen Helfer einstellen. Schauen wir gerade mal. Ah, wieder eine hübsche Helferin. Diesmal eine kurzhaarige Brünette. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es gibt. Aber sie macht's gut. So. Den gleichen Spaß haben wir natürlich hier. So. Da sitzt ein Kerl drin. So, dann schauen wir mal. Ja. So viel zu dem Thema Schilder umfahren. Das können also nicht nur wir. Das schaffen die genauso. Und das ist beruhigend. Irgendwo. Müssen wir dann mal gucken. Dies zurücksetzen, das haben die im LS15 nicht gekonnt. Oder zumindest nicht gemacht. Das finde ich schon mal eine sehr gute Steigerung. Alle Achtung für die Helfer. Doch, zurücksetzen konnten sie natürlich, aber sie haben es zumindest mit der Kartoffelerntemaschine meines Wissens nicht gemacht. Und daher ist das schon mal gut. So, da müssen wir dann gleich gucken, wenn die Maschine voll ist. Zehntausend haben wir. Wie sieht es denn eigentlich? Feldfrüchte. Helfer F, Helfer I, okay. Wir haben Weizen, Weizen, Weizen. Quark, Gerste, Gerste, Gerste. Dort ist Weizen. Mais können wir, glaube ich, nicht, ne? Stimmt. Mehr Felder haben wir nicht. Gut. Da wollte ich drauf. Wachstum. Da ist es dunkelgrün. Okay, der ist bald reif. Ja, da verstehe ich nicht so ganz. Oh, haben wir da schon die erste Wachstumsstufe? Da müssen wir noch mit dem Striegel drüber. Fällt mir gerade so ein. Der ist im Einsatz, der ist im Einsatz. Ja, dann werden wir den hier mal abkoppeln. Und mal den Striegel dranhängen. Ich glaube, den haben wir nämlich noch nicht gestriegelt, das eine Feld. Müssen wir doch noch zusehen, dass wir das jetzt noch schaffen, bevor die nächste Wachstumsstufe kommt. Sonst hat sich nämlich auch das ausgestriegelt. Das sieht so. Upsa. Vom Düngestart ist sehr ganz gut aus. Das auch. Und bei dem da drüben verstehe ich nicht, warum er da das Gestriegelte nicht anerkennt, aber okay, ist halt so. Ups.
Helfer F hat einen vollen Korntank. Okay, dann werden wir jetzt trotzdem kurz mal mit dem Striegel dahin fahren. Können wir da zur Not einen Helfer mal starten, dass der schon mal anfängt. Nicht, dass uns nämlich die Wachstumsstufe hier durchgeht. Das wäre nicht gut. Weil weg ist weg. So. Ich kann hier schon mal einen Helfer losstriegeln. Erfolgreich beendet? Warum? Ich glaube ihm ja vieles, aber das nicht. Geht doch. So. Dann wollen wir mal los. Düsen. Ah. Er hebt an. Jetzt habe ich jetzt nämlich gerade überlegt, wie wir das jetzt am geschicktesten hinkriegen. Aber wenn er das von alleine macht, ist das natürlich fein. Mal wie viel Kartoffeln wir da drauf kriegen. Wow. Das ist eine ordentliche Menge. Die können wir mal gleich wegbringen. Vor allem können wir mal gucken, wo wir die überhaupt hinbringen. Da hat jemand ein Schild umgefahren. Tüdelü. Ich weiß nicht. Schau mal, ob die dahin passen. Oder ob da noch ein anderer Platz für vorgesehen ist. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Okay. Ja. Dort werden Kartoffeln nicht angenommen. Wie sieht denn das mit den Dingern da aus? Früher haben wir die ja in solchen Lagern gelagert. Schauen wir mal, ob das immer noch geht. Ich interpretiere das mal als nein. Kann ich die... Abkippseite links. Nur, dass ich hier nicht abkippen kann. Ja. Wo bringen wir unsere Kartoffeln unter? Da. Nein, da nicht. Da sind die Hühner. Strohlager. Kühe.
Kühe, Schweine. Aber wo ich Kartoffeln hinlagern kann, das sehe ich jetzt nicht, oder? Das ist hier die große Frage. Da ist die Scheune. Hofsilo. Kartoffeln 0. Ja, sie werden ja auch nicht angenommen, ne? Aber irgendwo muss ich sie ja lagern können. Was ist denn das? Mist? Kann ich den auch verkaufen? Die große Frage ist jetzt, wo? Oder alternativ, verkaufen wir die Kartoffeln? Dumm, da müssten wir noch welche hinbringen. Aber viel nehmen die wahrscheinlich auch nicht. Aber fahren wir mal hin. Ach so, STRG links. Damit kann ich hier abladen. Okay, ich kann doch abladen. Dann machen wir das mal. Jetzt muss ich nochmal eine Kurve fahren. Das heißt dann doch im Prinzip, die Kartoffeln werden überall gelagert oder können überall gelagert werden, oder? Sehe ich das jetzt falsch? So. STRG und I. Nächsten. STRG und I. Aber nicht auf dem Anhänger. Sondern natürlich auf dem. Wow. Das war jetzt wieder eine geniale Aktion. Abkippseite links. So. Okay. Also wir sind sie mal zumindest losgeworden. Können wir gleich mal gucken, was dann der Dings, unser Infofeld dann sagt zur Anzahl der Kartoffeln, die wir haben. So. Der ist fertig, das ist gut. Den klappen wir schon mal zusammen, machen nachher weiter. Schieben jetzt aber erstmal die Kartoffeln was rein. Dass sie da nicht so auf dem Weg rumliegen. Schauen wir mal, ob das geht.
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Sind sie mal zumindest nicht mehr so, gerade einen Schluck trinken müssen. Liegen sie zumindest mal nicht mehr so im Weg rum. Ups. So, da wollte ich jetzt mal schauen. Was denn die Statistik zum Thema Kartoffel sagt? Null. Null ist wenig. Stroh haben wir aber auch nur null. Wo könnten wir denn das lagern, theoretisch? Ich meine, wir haben es ja irgendwo gelagert, aber so lagern, dass es auch erkannt würde. Und das ist hier die Frage. Helfer I hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ihn fahren wir aber hier gerade nochmal wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dass er da weiter striegeln kann, sobald die nächste Wachstumsstufe durch ist. So. Der wäre durch, den fahren wir mal zum Hof. Dum, 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 dum. Oh, wir hatten das Schild umgefahren, war ich das? Wahrscheinlich mein Helfer, ne? Ja, so Schilder sind manchmal schon lästig. Wenn sie da so im Weg rumliegen. Helfer F hat einen vollen Korntank. Und da machen wir gleich was dagegen. Abwärts. So. Da ist er. Ich dachte, es klang doch so, als wäre er noch an. War aber gar nicht. Dum, 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 dum. Danke. Einmal anheben, bitte, ja. Sehr schön. Dann machen wir gleich mal die Anhänger wieder voll. Abkippseite ist immer noch links. Sehr schön. Passt schon einiges rein im Sinne Vollerntemaschine. Ein Anhänger und ja, okay, 7%. Aber das bringen wir direkt mal weg. Mal weg ist weg. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt tatsächlich den richtigen Lagerort erwischt haben, aber zumindest können wir mal die Anhänger leer machen.
Das ist ja schon mal viel wert. So, und dann hier den Bogen. Und dann fahren wir hier hin. So, und den anderen Anhänger noch. Und wieder zurück. Damit würde ich sagen, beenden wir auch die Folge für heute. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe doch, es hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir hier unsere Kartoffelernte fortsetzen. Und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.